Noch eine Runde Mario Kart DS, meine lieben Freunde. Bloom Cup. 100 CC. Luigi! Alter! Nee, das wird nichts. Mann, die bewegt sich auch so doof. Und jetzt kommt der Blaue und was auch immer wieder alles. Ja, natürlich. Oh! Nee. Verkackt. Verkackt. Gut, hoffen wir mal, dass wir der vielen Plaza diesmal hinkriegen. Wario, du Hund. Ihr seht, Mario Kart DS ist wirklich super anstrengend. So sehr ich gewisse Rennstrecken liebe, die Steuerung ist einfach für den Arsch. Hättest dich nicht treffen lassen können. Ich habe die CPUs auf leicht. Und trotzdem passiert so eine Kacke. Thank you.
Flipper, Luigi Flipper! Yay! Dieses Geräusch habe ich irgendwie vermisst. Das Geräusch gab es nämlich in Mario Kart 8 nur in der Intro-Sequenz. Aber sonst gar nicht. LOL. Also ihr seht, das hier ist meine Strecke. Ja, diesmal ist es um mich geschehen. Darf ich dann auch mal wieder? What the fuck? Ab ins Ziel. Schirmridge. Oh, Wario, du ätzender Scheißwichser. Mann. Ja, komm. Wie gesagt, das ist der Steuerung verschuldet. Also viel lieber würde ich diese Strecke in Mario Kart 8 fahren, als in Mario Kart DS. Fällt mir jetzt auf...
Das fällt mir jetzt aufs auf. Ich habe ja gar nicht meinen Drache aktiv. Egal, dann gibt es heute Videos ohne Drache. War aber Marius Circuit wirklich im Sterncup? Oh my goodness. What the fuck? Eigentlich gehört das Circuit nicht in... Naja. Egal, wir haben gewonnen. Wir haben den Cup beendet. Bis zum nächsten Mal und ciao.